Wie erreichen wir Klimaneutralität und was ist das überhaupt genau? Da hören wir jetzt unseren nächsten Speaker, Dr. Cyril Brunner von der ETH Zürich. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank meinerseits. Ich finde das immer klasse, wenn man solche Anlässe hat, weil dann kann man richtig interagieren und diese wirklich sehr wichtigen Themen auch direkt diskutieren. Nun gut, wo stehen wir? Wir stehen an einem Punkt, wo wir als Gesellschaft, wir als Spezies, eine Erwärmung herbeigeführt haben, wie es sie in den letzten mindestens 2000 Jahren noch nie gegeben hat. Und jetzt ist der Vorteil, dass durch das, dass wir den selber verursacht haben, haben wir es auch in der Hand, ihn zu begrenzen. Und es ist jetzt die Frage, wie kann man das überhaupt begrenzen? Wie können wir die Temperatur stabilisieren? Und etwas sehr Zentrales dabei ist der Begriff der Klimaneutralität. Aber klimaneutral, was heißt das genau? Was ist das? Man sieht das an vielen Orten, manchmal stellt es mir ein bisschen die Haare zu Berge, wenn ich das lese oder sehe, was da impliziert wird. Fakt ist, wissenschaftlich ist es gar nicht so einfach, das zu definieren. Es spielen recht viele verschiedene Effekte mit rein. Und ich kann daher fast nicht einen einfachen Satz geben, eine einfache Anleitung geben, die repräsentiert, was man dazu machen müsste. Aber es gibt Dinge, es gibt Werkzeuge, wo wir das Ganze recht elegant herunterbrechen können, sodass es genügend einfach ist, dass wir etwas damit anfangen können, dass wir unsere Klimastrategien darauf ausrichten können und trotzdem, dass es genug ausgebildet ist, dass wir am Schluss auch das Ziel erreichen. Und ein solches Werkzeug ist das CO2-Budget. Und ich möchte mit den nächsten Slides gerne erklären, wie das zustande kommt und was da die Zusammenhänge sind. Und ich starte mit dieser Abbildung, wo Sie unten die gesamten CO2-Emissionen seit 1850 sehen. Jetzt haben Sie die schwarze Linie mit den historischen Werten. Die stellt den Temperaturanstieg in den jeweiligen Jahren in Bezug zu diesem gesamten CO2-Ausstoß, den wir gemacht haben. Und so kann man beispielsweise diesen Peak hier herausnehmen. Das wäre dann der Peak des Jahres 2000, also da hat man etwa 1400 Gigatonnen CO2 seit 1850 schon ausgestoßen und das hat eine Erwärmung von etwa 0,6 Grad bewirkt. Oder hier ganz am Schluss, das ist das Jahr 2019, da hat man schon 1000 Gigatonnen mehr emittiert, 2400 gesamthaft und das hat eine Erwärmung von etwa 1,1 Grad bewirkt. Okay, jetzt in diese Erwärmung, da fließen natürlich nicht nur Dinge rein wie das CO2, sondern auch ganz viele andere Effekte, wie beispielsweise die anderen Treibhausgase, die wir emittieren. Oder auch beispielsweise Feinstaub, den wir emittieren, welcher eher kühlend wirkt. Aber auch natürliche Einflüsse, wie beispielsweise Vulkanausbrüche oder die Sonnenzyklus beispielsweise. Und so kann man hingehen und man kann den menschlichen Einfluss herausfiltern, sodass man nur den sieht am Schluss. Und jetzt geht das Ganze nur so weit, wie wir bisher Messwerte haben, zum Glück. Aber trotzdem stellt sich die Frage, wie könnte sich das weiterentwickeln in die Zukunft? Und da helfen uns Klimamodelle. Klimamodelle mit Klimaszenarien, die Weiterentwicklung abschätzen können. Sie sehen, die Klimamodelle, die sind sich nicht immer ganz einig und wegen dem haben die eine gewisse Unsicherheit, was hier mit dem schraffierten Bereich gekennzeichnet ist. Und man sieht aber in der Mitte die dicke Linie und das ist quasi das mittlere Modell. Nun gut, wieso zeige ich Ihnen das? Wenn man jetzt an einem gewissen Punkt hingeht und eine gewisse Menge CO2 emittiert, dann stellt man eine gewisse Erwärmung fest. Und das Spannende ist jetzt, wenn man an diesem Punkt nochmals dieselbe Menge CO2 emittiert, wird man nochmal dieselbe Erwärmung feststellen. Und was wir daraus rausnehmen können, ist nicht nur, dass jede Tonne CO2, die wir emittieren, zur Erwärmung beiträgt. In diesem Bereich, den wir sehen, trägt sie immer gleich viel zur Erwärmung bei. Das ist sehr mächtig, weil da können wir hingehen und wir können sagen, okay, wo stehen wir?
jetzt da die Daten, den Jahresabschluss von 2019 eigentlich noch mitnehmen, starten wir mal da. Da sind wir am Ende des Jahres 2019, haben wir diese 1,1 Grad Erwärmung gehabt und etwa diese 2400 Gigatonnen CO2 ausgestoßen. Und dann können wir uns als Gesellschaft ein Ziel setzen, beispielsweise 1,5 Grad, und wir können schauen, okay, wie viel CO2 dürfen wir insgesamt ausstoßen, bevor wir Gefahr laufen, diese Temperaturschwelle zu überschreiten. Und jetzt können wir aus der Differenz zwischen dem, was wir noch ausstoßen dürften, bevor wir Gefahr laufen, 1,5 Grad zu überschreiten, und dem, was wir schon ausgestoßen haben, können wir uns ein Restbudget berechnen. Zum Beispiel für 1,5 Grad, ab dem 01.01.2020 führt das mittlere Modell, sind das 500 Gigatonnen CO2. Jetzt Gigatonnen CO2, ich glaube, die meisten können wirklich etwas damit anfangen. Das Spannende ist, das Budget funktioniert genau gleich, wie Sie es vermutlich kennen, aus den Finanzen heraus. Also man könnte da auch genau gleich gut sagen, das wären 500 Milliarden Euro. Und wenn wir jetzt ein Restbudget von 500 Milliarden Euro hätten, wir schauen wollten, okay, wie gehen wir damit um, dann würden wir uns zuerst interessieren, okay, wie hoch sind denn unsere jährlichen Ausgaben? Außen schauen wir das an. Da wir beim Klima sind, schauen wir das an mit CO2-Emissionen. Wir sehen, dass wir in der Größenordnung etwas mehr als 40 Gigatonnen CO2 jährlich ausstoßen. Und das heißt, diese 500 Gigatonnen, die würden uns etwa ein bisschen länger als 11 Jahre noch reichen, wenn wir auf diesem hohen Niveau bleiben würden. Gut, wenn wir 1,5 Grad nicht überschreiten wollen würden, dann müssten wir nach diesen 11,7 Jahren, was es genau ist, müssten wir quasi vom einen auf den anderen Tag unsere CO2-Emissionen von diesen 40 Gigatonnen auf null runterbringen. Das ist relativ ambitioniert, das ist schwierig. Und wegen dem ist es einfacher, hinzugehen und zu sagen, wir reduzieren unsere Emissionen sukzessive. So, dass man dasselbe CO2-Budget beansprucht, das ist die Fläche unter der Kurve, und so eigentlich die Emissionen reduziert, dass man am Schluss direkt bei Null angekommen ist. Wenn wir das machen, dann ergibt das ein Netto-Null-Jahr von im Jahr 2045 für Netto-Null-CO2. Aber wir könnten auch hingehen und wir könnten auch jetzt viel drastischer reduzieren, und das würde uns dann ein bisschen Luft zum Atmen verschaffen, nach 2045, und wir müssten erst im Jahr 2060 Netto-Null-CO2-Emissionen erreichen. Was können Sie jetzt daraus mitnehmen? Es ist viel, viel relevanter, wie wir auf Netto-Null kommen, als wann wir auf Netto-Null kommen. Netto-Null ist ein sehr wichtiger Meilenstein, der bestimmt, ab wann wir das Budget nicht weiter erschöpfen, aber der definiert nicht, wie viel Temperatur wir bis dann haben. Jetzt habe ich recht viel über Netto-Null gesprochen, aber eigentlich habe ich gar nicht erklärt, was Netto-Null ist. Und das ist ein Wort, was ich finde, das ist eigentlich noch praktisch zu wissen, und eigentlich kennen wir das, weil wir auch sonst recht viel damit umgehen. Und ich möchte das erklären mit diesem Beispiel vom Einkaufen. Man kann sich vorstellen, wenn man einkaufen geht, hat man vielleicht auch ein Haushaltsbudget oder ein Budget für die Einkaufstour. Und das kann man sich vorstellen, wenn wir jetzt die Einkaufstour machen und wir jetzt nach einem Drittel der Einkaufstour feststellen, dass wir unser Budget schon recht gut ausgeschöpft haben, dann müssen wir zwei Dinge tun. Das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen ab diesem Zeitpunkt viel besser überlegen, was wollen wir noch einkaufen, was wollen wir noch in den Einkaufskorb legen und vielleicht etwas hinzufügen, wo wir denselben Nutzen haben, aber weniger Budget beansprucht wird. Übertragend aufs Klima heißt das, wir sollten versuchen, unsere Emissionen so gut es geht zu reduzieren. Vielleicht Dinge so zu tun, dass sie keine oder nur noch wenige Treibhausgase ausstoßen und denselben Nutzen haben. Ich denke dabei an beispielsweise eine Dämmung unserer Gebäude, erneuerbare Heizsysteme, eine Elektrifizierung unseres Verkehrs. Okay. Aber trotzdem, wenn wir das machen, gleich wie bei der Einkaufstour, werden wir noch Güter hinzufügen. Wir werden das Budget nach wie vor ausschöpfen. Und irgendwann werden wir an diesen Punkt kommen, wo wir das Budget aufgeschöpft haben. Was machen wir dann? Dann machen wir das Zweite, und das ist genau das Konzept von Netto Null. Dann dürfen wir, wenn wir etwas wirklich noch brauchen, dürfen wir das hinzufügen, aber nur, wenn wir gleichzeitig etwas anderes wieder rausnehmen.
Genau, das ist Netto Null. Dass es so scheint, wie wenn man eigentlich gar nichts hinzugefügt hätte. Wieder übertragen aufs Klima heißt das, wir suchen unsere Emissionen so gut es geht zu reduzieren und trotzdem werden wir an gewissen Ecken anstehen. Man hat es vorhin angesprochen, zum Beispiel Kläranlagen ist so ein Ding. Es ist recht schwierig, nichts auszuscheiden. Und von dem her wird man da 5-10% unserer Emissionen noch übrig haben. Und dann können wir an einem anderen Ort hingehen und eine gleichwertige Menge CO2 aus der Atmosphäre wieder entfernen. So dass es unter dem Strich so scheint, wie wenn wir gar nichts mehr emittiert hätten. Das ist Netto Null. Was Ihnen allen vermutlich auch bekannt ist, es ist viel einfacher, etwas in den Einkaufswagen reinzulegen, als etwas wieder rauszunehmen. Genauso ist es auch beim Klima. Zu emittieren ist viel einfacher, als CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Das ist schwierig, das ist aufwendig, das ist energetisch aufwendig. Und wegen dem ist es in den allermeisten Fällen günstiger und schlauer, direkt unsere Emissionen zu reduzieren und gar nicht erst zu emittieren, als nachher wieder aufzuräumen. Okay. Jetzt haben wir das Ganze diskutiert für das mittlere Modell, aber wie gesagt, gibt es da eine gewisse Unsicherheit. Und wenn wir jetzt quasi eher die Modelle anschauen, die mehr Erwärmung vorsehen, dann müssten wir quasi früher, hätten wir ein kleineres Restbudget. Wenn wir Modelle anschauen, die eher weniger Erwärmung vorsehen, dann hätten wir noch ein größeres Budget. Und somit kann man hingehen und sagen, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, das gilt eigentlich für das mittlere Modell, das ergäbe eigentlich eine Chance von 50%. Das heißt, die Hälfte aller Klimamodelle, die sagen, jawohl, wir schaffen das, wir bleiben unter 1,5 Grad. Aber die Hälfte sagt auch, wir schaffen es nicht. Und wenn wir jetzt hingehen wollen und sagen, okay, wir wollen, dass von 3 Klimamodellen 2 sagen, dass wir es schaffen, dann müssten wir schon 5 Jahre früher auf Netto Null kommen. Okay. Jetzt, das Ganze war eine Betrachtung für den 01.01.2020. Was ist das Restbudget? Da sind ja jetzt schon fast 3 Jahre verstrichen und wir waren tätig, aber leider in die falsche Richtung. Und das bewirkt, dass das verbleibende Restbudget noch kleiner wird, dass wir noch schneller auf Netto Null kommen müssen, damit das Budget noch aufgeht. Nun, dieses CO2-Budget, Restbudget, das ist physikalisch aus meiner Sicht eine recht elegante Angelegenheit. Aber wie es so immer ist, es hat dann eine große Herausforderung, wenn es um die sozialen Aspekte geht. Also wie können wir dieses globale Budget auf einzelne Nationen aufteilen? Das ist keine einfache Sache und das ist nicht eine Frage, die wir mit der Physik beantworten können. Da kann man zum Beispiel hingehen und sagen, gut, an einem Stichpunkt, Stichtag, zum Beispiel am 01.01.2020, haben alle Personen auf der Welt einen selben Anspruch auf dieses Budget. Und das kann man dann hochrechnen für die verschiedenen Staaten. Das wäre eine Möglichkeit. Und man kann zum Beispiel hingehen und man kann sagen, gut, wir alle müssten 2045 auf Netto Null kommen, wir müssten gleichmäßig absenken. Das würde dann heißen, dass die heute viel emittieren, die dürfen bis dahin auch viel emittieren. Und die heute noch nicht viel emittieren, die dürfen bis dann halt auch nicht viel emittieren. Aber gleichzeitig die schon viel emittieren, die müssen natürlich auch viel reduzieren. Also. Oder man kann beispielsweise auch hingehen und anerkennen, dass wir eine gewisse historische Verantwortung haben, dass unser Wohlstand darauf aufgebaut ist, dass wir historisch emittiert haben. Was ich hier zeige, sind die jährlichen CO2-Emissionen pro Kopf für verschiedene Staaten, die ich mal rausgegriffen habe. Und nur zur Erinnerung, das beanspruchte CO2-Budget ist nichts anderes als die Fläche unter der Kurve. Und wir sehen hier, dass zwar China, wenn man das absolut betrachtet, weil sie auch sehr viele Menschen haben, die haben zwar schon sehr viel Budget aufgebraucht, aber jede Person hat eigentlich verhältnismäßig wenig aufgebraucht, währenddessen das im globalen Norden, wir zum Beispiel, tendenziell viel aufgebraucht haben. Und somit ist diese Diskussion vielmehr eine Frage von Werten, von Fairness, von Verantwortung, als irgendeine Frage der Physik. Gut, wir haben gesehen, wir können global CO2-Budgets berechnen. Das ist eine sehr elegante Möglichkeit aus meiner Sicht und aus Sicht von Kolleginnen und Kollegen, um abzuschätzen, wie viel CO2 dürfen wir insgesamt noch ausstoßen, bevor wir Gefahr laufen, ein gewisses Temperaturziel zu überschreiten. Wir haben gesehen, dass
Netto Null dabei ein wichtiger Meilenstein ist, aber dass er nicht definiert, wie warm das es wird, nur mit dem. Sondern es kommt viel mehr darauf an, was wir bis dahin tun und nicht nur, wann wir diesen Meilenstein erreichen. Aber gleichzeitig macht dieser Meilenstein auch das, dass er sagt, okay, ab dann sollte die Erwärmung aufhören. Ab dann sollte die Erwärmung aufhören, aber das, was wir bis dann haben, das bleibt noch für mehrere 10.000 Jahre, wie schon angemerkt wurde. Und letztlich ist das zwar ein physikalisch elegantes Tool, aber wie wir das Ganze aufteilen, das ist dann keine Frage mehr der Physik, sondern das ist eine Frage von Werten, von Fairness, von Verantwortung. Und deshalb würde ich Sie gerne einladen, während den nächsten 2 Tagen auch mal diese Diskussion zu starten. Wie sollten wir damit umgehen? Was ist da ein Vorgehen, das wir vertreten wollen und machen wollen? Vielen Dank. Vielen Dank, Cyril Brunner. Bitte, Cyril, nimm Platz, setz dich, mach's dir bequem auf der Couch. Wir werden dieses Thema auch adressieren und besprechen. Das wird morgen passieren, wenn wir dann eben auch die sozialen Aspekte dieses Themas besprechen wollen. Vielleicht eine etwas unwissenschaftliche Frage, wenn du dich jetzt mit diesen Budgets beschäftigst. Glaubst du oder bist du optimistisch, dass wir das einhalten können, dass wir das schaffen können? Weil du jetzt schon gezeigt hast, die Kurve läuft in eine falsche Richtung. Ja, absolut. Ich glaube, 1,5 Grad ist sehr ambitioniert. Also man könnte fast sagen, es ist fast nicht mehr möglich. Also nicht physikalisch, absolut. Also wie gesagt, wir könnten unsere Emissionen hochhalten und dann reduzieren auf null. Und solange wir 1,5 Grad nicht überschritten haben, ist das noch möglich. Aber als Gesellschaft brauchen wir ja diese Zeit. Und wir müssen diesen Wandel vollziehen. Und das ist die Herausforderung, da hinzukommen. Jetzt, wenn ich aber schaue, ich möchte 2 Dinge da anmerken. Das eine ist, 1,5 Grad ist nicht eine scharfe Grenze, wie wir sie jetzt definieren. Also klar, 1,5 Grad ist 1,5 Grad, physikalisch robust, ja. Aber diese Definition oder quasi das, wieso, dass wir das festgelegt haben, das ist etwas Menschliches. In der Natur heißt es nicht, unterhalb von 1,5 Grad ist alles okay und obendran geht alles kaputt. Sondern das ist, wie man vorhin gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, dass etwas schiefläuft. Und wegen dem, wenn wir 1,5 Grad nicht erreichen, ist das nächstbeste Ziel 1,51 Grad und so weiter.